Die SA kam um 4:30 am Morgen und hatte gehört, dass bei uns auf der Dachkammer Waffen liegen würden und sie wollten das untersuchen. Das war der Tag, an dem meine Großmutter beerdigt werden sollte. Meine Mutter war so geistesgegenwärtig und sagte, kommen Sie doch morgen wieder, heute ist die Beerdigung meiner Mutter. Und waren da Waffen? Da waren keine Waffen, das war eine Denunziation. Wir hatten keine Waffen zu Hause auf der Dachkammer in der eigenen Wohnung. Das war nicht der Fall, aber wir waren Kommunisten, wir waren bekannt dafür. Meine Brüder waren Sozialdemokraten, waren auch bekannt dafür. Und es hat ja schon vorher an der Universität große Schlägereien gegeben. Die Nazis hatten schon vor dem 30. Januar versucht, Juden und Kommunisten aus der Universität zu prügeln. Da hat man sich gemeinsam gewehrt. Ein Bruder war Zionist und der andere war Kommunist. Das hat nichts gemacht. Man hat zusammengestanden gegen die Nazis. Kommunisten und kritische Kommunisten. Eine Uni, außerhalb der Apparate war Solidarität vorhanden und der Wille, gemeinsam was zu machen. Und das war also am 7. März morgens um 4:30 und dann um 7 Uhr war ich auf dem Bahnhof und konnte abfahren. Mein Vater hatte wohl alles vorbereitet schon vorher. Ich war ja ein bisschen aufmüpfiger, schwieriger Sohn und ich war nicht vorbereitet auf irgendwas. Das heißt, wenn wir nochmal zurückspringen, also die SA war da, Ihre Mutter konnte sie wegschicken. Ja. Und wie ging es dann weiter? Dann wurde Ihnen gesagt, du musst jetzt sofort gehen. Ja, meine Mutter hat mich meine Sachen gepackt und hat mir meinen Pass gegeben. Die hatten also irgendwas schon vorbereitet, die wollten mich mit Verstand loswerden. Das verstehe ich auch, das nehme ich nicht übel. Denn ich hätte in Berlin auch nicht viel machen können. Ja. Meine Freunde wurden eingesperrt und haben die Räume wechseln, die Wohnung wechseln müssen und so weiter. Ich hätte mich in Berlin nicht behaupten können. Und ich hatte ja nichts gelernt. Ich hatte gerade mein Abitur gemacht am 2. März. Ja. Und am 5. März die sogenannte Reichstagswahl. Und am Abend vorher war ja eine gespenstische Demonstration. 100.000 SA-Leute in Uniform und haben dann gebrüllt, als Jude, verrecke, 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 als Deutschland, erwache, erwache, erwache. Und das war an dem Abend, am Samstagabend, wo die Leiche meiner Großmutter nach Weißensee gebracht wurde. Es war schon ein interessantes Erlebnis. Ja. Sie hatten die Straßen besetzt und alles war in ihrer Hand. Und wieso nur Sie? Also ich meine, gab es auch Fluchtpläne für Ihre Brüder oder sollten Sie nur erstmal verschwinden? Ich glaube, unsere Familie von 8 Personen hat sich sehr bald aufgelöst. Ein Bruder wurde am nächsten Tag verhaftet, der Alfred, und kam ins Konzentrationslager in Moor. Ein Bruder hat seine Examina gemacht, aber keinen Doktortitel bekommen und ging nach Holland zum Weiterstudieren, der Felix. Der Ernst, der Älteste, wurde entlassen an der Universität und bekam ein gutes Zeugnis von dem großen Chemiker Wildstätter bei Weizmann und kriegte eine Stelle bei Weizmann, hat bald Berlin verlassen. Der war auch schon verheiratet, wohnte nicht mehr zu Hause. Meine älteste Schwester war auch schon verheiratet, lebte in Saarbrücken. Und die anderen haben nach und nach die Wohnung verlassen. Und am Januar 1934 war die Wohnung leer. Mein Vater hat warten müssen mit meiner Mutter und mit meiner jüngsten Schwester auf die Zertifikate nach Palästina, die ja sehr begehrt waren und sehr knapp waren. Und dann sind die ausgewandert im Januar 1934. Die Wohnung war leer. Aber ich war der Erste, der rausgeschmissen wurde. Ich fand das nicht als ein Rausschmiss. Man muss das akzeptieren, das war vernünftig wahrscheinlich. Und dann war ich selbstständig. Genau, und wo ging es dann hin für Sie? Ich ging zuerst nach Saarbrücken, da musste ich warten auf das Zertifikat. Dann ging es nach Palästina, da habe ich gut 2 Jahre gearbeitet als Landarbeiter, in einem Kibbutz das erste Kinderhaus mitgebaut und habe auf dem Bau gearbeitet als Tagelöhner. Es war schwer, für junge Juden Arbeit zu bekommen.